Hallihallo, heute geht es um etwas, worüber mich viele von euch schon ausgefragt haben. Kann man auf dem Gestüt zur Tanne Bereiter oder Einsteller werden? Dafür habe ich heute endlich eine Antwort. Ja, und ab heute sind die Bewerbungen zum Bereiter geöffnet. Bleibt dran, um zu erfahren, wie ihr euch bewerben könnt. Aber was genau macht man als Bereiter eigentlich? Darum soll es heute gehen. Bevor ihr euch bewerbt, möchte ich das Gestüt und die Aufgaben natürlich einmal vorstellen. Deswegen begrüße ich euch jetzt zur großen Hoftour. Willkommen auf dem Gestüt zur Tanne. Dieser Torbogen ist nur einer von vier Eingängen zum Gelände. Wir haben zwei Haupteingänge. Beide haben eine Zufuhr durch die üppigen Weinreben. Die eine Zufuhr ist ausschließlich für Mitarbeiter, also vielleicht auch bald dich. Denn sie führt direkt zu den Ställen. Die andere ist für alle Besucher, denn sie führt zum Gästehaus. Hier, wo ich gerade stehe, nahm dieses Gestüt seinen Anfang. Ihr wisst ja, dass meine Tante dieses Gestüts erstmals gegründet hatte. Das ist schon ganze 30 Jahre her. Dieses Gebäude war damals das einzige auf diesem Grundstück, zusammen mit den Viehställen, die auch heute noch von den süßen kleinen Ferkeln bewohnt werden. Jetzt ist dieses Haus das allererste, was die neuen Besucher sehen. Es ist das Gästehaus mit mehreren Stellplätzen für Hänger und Autos. Auch unsere große Bibliothek befindet sich in diesem Haus. Hier wird vor allem gearbeitet und gelernt. Etwas, was man als Bereiter auf dem Hof ebenfalls machen kann. Weiter geht es zu den Apartmentgebäuden. Selbstverständlich können alle Mitarbeiter auch direkt auf dem Hof wohnen. Mit insgesamt 10 Apartments und 5 Gelegenheitszimmern, also Wohnungen ohne eigenes Badezimmer oder Küche, haben wir sehr viel Platz für euch. Ein Gesellschaftshaus gibt es ebenfalls. Das beinhaltet ein Gemeinschaftszimmer, eine Küche mit Essbereich und auch ein sehr großes Badezimmer. Im Gemeinschaftsraum hängt ebenfalls unser Wochenplan. Da erfahrt ihr, welche Dinge erledigt werden müssen. Von Füttern, Ausmisten, auf die Weide bringen, bis hin zum Reiten gibt es jeden Tag einiges zu tun. Sobald eure Bewerbung angenommen wurde, könnt ihr euch ebenfalls absprechen, welches Pferd ihr nun in Beritt nehmen möchtet. Es gibt auf jeden Fall viele Kandidaten, die sich auf einen neuen Besitzer freuen würden. Genug von den Menschen, ihr seid sicherlich interessiert an unserer Stallanlage. Die prominentesten Gebäude sind wohl unsere beiden Ställe. Einen Hengststall und einen für die Stuten und Wallache. Zwar setzen wir mittlerweile auf das Prinzip Außenstallhaltung, werden Pferde in besonders kalten Jahreszeiten oder für die Turniervorbereitung auch in die Ställe gebracht. Auch Neuzugänge oder kranke Pferde werden hier erstmal ihren Platz finden. Da könnt ihr auch, falls ihr Einsteller werden möchtet, eure Pferde eingewöhnen. Die meiste Zeit verbringen die Vierbeiner allerdings hier. Auf den Paddocks und Weiden. Direkt an den anderen Gebäuden angeschlossen finden sich vier Paddocks bzw. Koppeln. Die Koppeln werden vor allem für die Pferde genutzt, die in Kürze geritten werden oder für diese, dessen Box oder Weide gerade gemistet wird. Zum Fertigmachen oder Putzen der Pferde gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Sowohl im Stalltrakt als auch draußen haben wir zwei Duschplätze. Zum Satteln haben wir drei Plätze mit jeweils vier Anbindestellen. Davon auch einer überdacht. Die Ausrüstung für jedes Pferd findet ihr immer im Stall in der großen Sattelkammer. Hier gibt es auch Gastausrüstung und auch ein paar Helme oder Stiefel, falls ihr keine habt und ihr euch erstmal welche ausleihen müsst. Nach dem Reiten oder Misten kommen die Pferde wieder auf die fünf großen Weiden, die zu Fuß in circa 10 Minuten zu erreichen sind. Wir haben Weiden mit Waldanbindung, ebenmäßige Weiden zwischen großen Feldern und auch Weiden, die etwas anspruchsvolleres Gelände haben. Jede Weide hat genug Platz für circa 10 Pferde.
Unterstände sowie Trink- und Futtermöglichkeiten gibt es selbstverständlich auf jeder dieser Weiden. Aber wo wird denn dann überhaupt geritten? Dafür haben wir drei Plätze. Eine Halle kommt auch noch dazu, allerdings wird die gerade erst aufgebaut. Ein Platz ist unmittelbar auf dem Gelände. Das kleine Viereck ist vor allem für Einzeltraining in der Dressur oder im Springen gut geeignet. Ein paar Cavalettis kann man hier immer aufstellen. Die anderen beiden Plätze sind zu Fuß ca. 20 Minuten erreichbar. Auf dem Pferderücken geht es natürlich etwas schneller und wird von den meisten bereits als Aufwärmphase genutzt, da die Wege sehr ebenmäßig sind. Das mittelgroße Viereck ist groß genug für mehrere Reiter. Hier haben wir die meisten Hindernisse zum Auf- und Abbau, ganz nach Belieben. Von Working Equitation zu Springen oder auch der Dressur ist hier wirklich alles möglich. Unser größter Platz ist fast doppelt so groß wie das mittelgroße Viereck. Hier kann man sich richtig austoben. Meist werden hier sehr schwierige oder lauffreudige Pferde eingeritten oder trainiert. Hier sind vor allem Übungen für die Ausdauer mit Cavalettis oder Hütchen sehr, sehr brauchbar. Generell ist dieser Platz so groß, dass ihr da auch mit mehreren schwierigen Pferden und trotzdem noch genug Abstand arbeiten könnt. Doch das war nicht alles. Die wunderschönen Gelände und Ausreitecken dürfen nicht vergessen werden. Wie der Name schon sagt, liegt der Hof zur Tanne in einem Nadelwald. Nördlich kann man im Gelände sein Können beweisen. Ob es nun das idyllische Grüntalwäldchen ist oder auch der neben dem Mondsicheldorf, es sind beide unglaublich schön und bieten sehr viele Möglichkeiten, im Gelände ein bisschen sich auszutoben. Hier gibt es auch viele Natursprünge und wunderbare Reitwege mit vielen Picknick- oder Grillplätzen, falls ihr euch mal ausruhen möchtet. Östlich geht es in Richtung New Hillcrest. Hier kann man vor allem ebenmäßige Langstrecken bereiten und die Innenstadt besuchen. Auch die wunderschönen Sehenswürdigkeiten wie Fort Maria sind echt ein Highlight. Genug Wald und Wiesen? Kein Problem, denn südlich geht es an den Strand, bei dem ebenfalls nicht an Baumstämmen zum Trainieren gespart wurde. Der weitläufige Strand, der sich vom Süden in den Westen zieht, geht Richtung Jarlaheim. Okay, das war ganz schön viel Input. Am besten schaut ihr es euch selbst an. Ach so, wie? Alles, was ihr tun müsst, um euch als Bereiter oder Einsteller zu bewerben, ist auf den allerersten Link in der Beschreibung, auf Instagram oder in meinem Kommentar unter diesem Video zu klicken. Dann kommt ihr zum Discord-Server des Gestüts. Dort angekommen findet ihr ein Bewerbungsformular, was ihr nur noch ausfüllen müsst. Wer das dann tatsächlich geschafft hat und auf dem Hof zur Tanne arbeiten wird, verkünde ich dann im nächsten Video. Also abonniert rein, damit ihr das nicht verpasst. Das wär's von mir für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und ich hoffe, eure Bewerbung schon bald lesen zu können. Tschüss!